Hallo und schönen guten Abend. Ich komme gerade live aus dem Stream und heute ist ja der Avatar auf Sir gelauncht. Der neue, schwierigere Endgame-Content in Diablo 4. Ich wollte mal kurz die Zeit nutzen, um ein bisschen darüber zu reden. Sorry übrigens, ich bin ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, ob man das in der Stimme hört. Ja, als allererstes für den Avatar auf Sir ganz wichtig, müsst ihr die Season-Reise abgeschlossen haben. Bedeutet hier überall alle Häkchen haben. Dann erscheint ihr eine neue Seasonal-Quest in Khet Badu. Ihr redet hier einmal mit der Okkultistin und die ist abgeschlossen. Und dann könnt ihr nämlich hier bei den Craft Sigils, könnt ihr hier oben einen neuen Filter auswählen. Hier gibt es die Sacred und die Ancestral und hier gibt es die Bloodforged. Und da könnt ihr dann Bloodforged Sigil Stufe 1 craften. Das Ganze ist schwieriger wie ein 100er Nightmare Dungeon und kostet 800 Siegelpulver. So, ich crafte davon mal ein paar und zwar ich crafte meistens 7 Stück. Denn das Ganze läuft grob so ab wie Greater Rifts in Diablo 3, bedeutet nur am Ende droppt ein bisschen Loot. Und man kann circa 7 Runs machen, dann ist das Inventar voll. Und ich habe ein, zwei Items droppen maximal auf dem Boden. Guck mal kurz an und wirf wieder hinten. Das ist das Geile am Avatar of Sea als allererstes. Es ist ähnlich wie Greater Rifts. Du hast mal einen besseren Farmflow. Erstmal was ich sehr loben muss. Du ballerst die ganze Zeit die Dungeons durch. Ich Speed-Grifte oder Speed-Avatar, laufe Speed-Dungeons die ganze Zeit und komme mal in den Farmflow-Run. 7 Runs am Stück machen und dann nur Loot aussortieren, Inventar sortieren, macht Spaß. Es ist besser als ein Nightmare Dungeon machen, wo du bereits nach einem Dungeon ein komplett volles Inventar hast. Nach 3 Minuten 30 Items sortieren. Hier nach 7 Dungeons, nach irgendwie einer Viertelstunde, eine halbe Stunde, dann mal Inventar anschauen. Und das Gute auch im Avatar of Sea gibt es nur 900 plus Items. Bedeutet, jedes Item, jede Waffe, jede Rüstung kann potenziell gut sein. Sind ähnlich gute Items wie bei Duriel. Duriel sind die 925 ein kleines bisschen besser. Du hast ja auch teilweise 925er, aber ja, das ist auf jeden Fall sehr geil. Ich werde gleich mal einen machen und zwar einen Einser und ihr seht, ich habe mir 7 Einser-Keys gecraftet. Denn ich nutze das Ganze so ein bisschen Speed-Greater-Rift-artig. Bedeutet, ich baller die Lone-Dungeons durch. Einser kann ich relativ konstant, ohne zu sterben, laufen. Baller ich durch, um die neue Glyphe hochzuziehen. Denn wenn ihr den ersten Dungeon gemacht habt, bekommt ihr bereits die neue Glyphe, die Tears of Blood-Glyphe. Dazu habe ich übrigens heute auch schon ein kleines Last-Minute-Video gemacht. Ich habe so einen Google-Doc gemacht, verlinke ich auch hier nochmal in der Videobeschreibung mit all meinen Builds. Mit der Avatar of Sir Variante. Bedeutet, ich habe hier die Nightmare Dungeon 100 Uber-Variante. Warte, ich gehe mal nach rechts. Hier die Variante, da habe ich immer eine Tears of Blood Glyphen-Variante hinzugefügt. Die normale Variante vom Paragon Tree und dann Tears of Blood sozusagen. Ja, der einzige Punkt, den ich hier ankleiden muss, ist bei meinem Chain Lightning Nova-Build habe ich dafür eine ganz neue Kategorie erstellt. Und zwar, ich habe den ein bisschen umgebaut, ein bisschen für konstanteren Schaden auf NMD Uber Chain Lightning. Das ist die Nightmare Dungeon 100-Version, die Chain Lightning-Version. Die hat nämlich hier im Paragon auch quasi die Tears of Blood Glyphe mit drin in einer Version. Ja, so viel zu den Builds. Und diese Glyphe braucht extrem viel Glyphen-XP, um hochzuleveln. Ich habe die jetzt hier auf Level 8 und das hat saulang gebraucht. Die hat, glaube ich, 35.000 XP oder so gebraucht, um die auf Level 8 zu bekommen. Also von 7 auf 8. Und in einem 1er Dungeon, die ich die ganze Zeit baller, kriege ich 1000 XP. Ich brauche da so grob zwischen, ja, 1,5 bis 3 Minuten ungefähr. Grobe Zeitangabe auf jeden Fall. Je nachdem, welche Map und welcher Mob-Typ ausrollt. Und das ist alles random. Damit booste ich die so ein bisschen hoch. Wenn die ein bisschen höher ist, die gibt immer mehr Schaden pro Stufe. Dann laufe ich höhere Dungeons, vielleicht das 1er. 1er Dungeon geben 1000 XP. Ich glaube, dann sind es so 200 XP oder sowas knapp mehr pro Stufe. Und das Gute ist, wenn ihr konstant Dungeons farmen könnt, ohne zu sterben, denn wenn ihr einmal sterbt, ist ein Dungeon vorbei, bekommt ihr konstant Sigillenpulver dazu. Es kostet 800 Siegelpulver, einen Key zu craften. Und wenn ihr einen schafft, bekommt ihr am Ende 1380 Siegelpulver zurück. Ich weiß gar nicht, ob das schwankt. 1380 war mein Test. Aber ihr bekommt mehr Siegelpulver, als der Key zum Craften kostet. Dort circa alle 2 Siegel kannst du eigentlich nochmal eins craften. Du machst irgendwie 580 Siegelpulver plus in einem 1er Dungeon. Leute, ich habe mich jetzt von 70.000 Siegelpulver heute allein schon hochgespielt auf über 100.000, indem ich einfach 1er durchgeballert habe konstant. Hier 96.000 jetzt, nachdem ich die hier gecraftet habe. So, das Ganze läuft dann ganz easy ab. Man macht den einfach aus wie ein Nightmare Dungeon und dann sieht man, das Portal leuchtet hier rot. In Khet Badu ist das. Da ist der Nightmare Dungeon. Da gehen wir jetzt gleich rein und ballern durch. Kleiner Tipp für alle Sword-Spieler, um konstant easy 1er Dungeons durchzuballern und nicht mal random von irgendwas One-Shot zu sein, nehme ich immer das Flame Shield sozusagen in den passiven Sword rein. Dafür tue ich hier bei meinem Bouncy Ball-Build, lasse ich den Fireball Enchantment weg, bisschen Area Damage weglassen. Firebolt meistens nicht weglassen, weil damit haltet ihr Disobedience, den Rüstungsaspekt aufrecht. Dass ihr genug Rüstung habt. Den lasse ich den nicht weg. So. Dann habe ich Flameschild-Enchantment drin. Und ich muss sagen, da geht's hier rein. Man darf übrigens im Dungeon, dafür gehe ich immer rein, am Anfang ist man eben ein bisschen safe. Man hat da 10 Minuten Zeit, Balken zu füllen. Dann kommt Bloodseeker als Boss. Muss man auch Inside töten. Danach kann man dies aufwerten. Man darf hier den Skills
Und auch Items switchen. Hier, ich darf zum Beispiel hier meinen Fireball jetzt reinpacken im Dungeon. Könnte ich dynamisch, wie ich Bock habe, switchen. Ja, ich darf auch meinen Abaddon-Stab anziehen oder meinen normalen Stab. Darf ich hin und her switchen, wie ich will. Bedeutet, eine Meta für so einen Non-Meta-Ability wie mein Fireball-Build oder auch später für die stärkeren Builds. Kurz bevor Elite tot sind, wenn ich höhere Dungeons mache, switche ich auf den Abaddon-Stab, töte damit das Elite und hoffe, dass ein guter Schreineffekt kommt. Verbindungsbelohnen, der mit den Druckwellen, die alles killen, der Artillerieschrein. Irgendwie sowas. Wenn es schlechter kommt, wechsle ich wieder auf meine normale Waffe, dann ist der Scheineffekt aus. Das kann ich alle 30 Sekunden, immer wenn ich eine Elite töte, kann ich das machen. 30 Sekunden hat das ganze Downtime. Ist ein bisschen eklige Mechanik mit dem Item-Switch. Funktioniert eigentlich überall in Diablo 4. Ich muss sagen, ich fände es schöner, wenn die eine Mechanik einbauen würden. Vielleicht wie in Diablo 2. B zum Waffe-Switchen, so Waffen-Setup, dass man mal Gear-Switch und Skill-Switch eigentlich nicht machen könnte. Wie in einem Great Rift in D3. So, ihr seht jetzt hier in einem 1er-Dungeon mit der Glyph auf Level 8, mit meinem Fireball-Build. Kann ich eigentlich easy, unkompliziert komplett durchspeeden. Und ich muss sagen, ich hüpfe hier auch so ein bisschen in die Mobs rein. Ich stelle mich jetzt nicht absichtlich in Explosionen rein, aber ich rushe eigentlich schon durch. Weil dadurch, dass ich einmal sterben darf, sehe ich dann so ein Flameschild und so ein Buff in der Buffleiste, wenn ich gepokt bin, wenn ich es bemerke, kann ich relativ unkompliziert hier durchlaufen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, sind immer die Bosse. Am Ende die Bloodseeker, die kommen, das sind ja so Schattenklone vom Spieler selber. Die machen extrem, extrem, extrem viel Schaden. Die können auch alle aufeinander gesteckt in dir drinnen spawnen und dich alle mit einem Hit buff instant killen. Die sind wahnsinnig insane. Übrigens so ein bisschen was aus der Community. Die höchsten Dungeons, von denen ich bis jetzt gehört habe, waren so 15er und 16er mit dem Immortal Barb, mit dem stärksten Build im Spiel. Der nahezu unsterblich, der unsterbliche Barb ist auch gestorben schon in den Dungeons, weil die Gegner hier wirklich insane viel Schaden machen. Das Ganze geht ja bis Level 25 hoch und ich glaube, bis 25 wird niemand wahrscheinlich kommen. Eventuell mit den richtigen Schreineffekten und extrem viel Phishing, so Zauberer oder Druide. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich selber habe eben Stufe 9 geschafft, mit einem eigentlich eher schlechten Dungeon. Ich denke bis 10, 11 oder sowas mit den richtigen, mit dem Item-Swap da, mit meinem Schreineffekte-Stab, komme ich vielleicht noch hoch. Aber sehr viel höher nicht. Übrigens, der Dungeon ist jetzt nicht sehr schnell gelaufen, weil ich am Anfang die ganze Zeit stand und gelabert habe. Da brauche ich über 3 Minuten natürlich, ist ja klar. In dem Dungeon sind übrigens random Scheineffekte drin. Ihr seht, ich habe gerade den Blastwave-Schein. Jeder Scheineffekt kann hier drin sein. Nachdem die Bosse gespawnt sind, habe ich mal geguckt. Kommen keine weiteren Scheineffekte. Der Dungeon ist deutlich größer, als man eigentlich zum Spawn braucht. Ist hier mit ein bisschen Delay kommen jetzt immer die Bloodseeker. Da muss man aufpassen, weil dann läuft euch oft der Disobedience-Effekt aus. Dass ihr nicht genug Armor habt, sodass ihr von Physical-Angriffen meistens instant tot seid. Leute, im ersten Moment immer ein bisschen aufpassen, wenn die spawnen. So. Und hier kann ich jetzt für 1000 XP meine Glyph upgraden. Und ja, war nicht 30.000, war ein paar 20.000 XP. Jetzt braucht die schon 28.000 XP pro Stufe. Und ich tue jetzt hier upgraden. Bedeutet, ich muss jetzt hier 28 Dungeons machen. Geht schon, wenn ich hier schnell durchspeede auf jeden Fall. Dann habe ich die Glyphe einmal hochgelevelt. Ja, das war mein Avatar of Sea, um das Ganze mal zu zeigen. Ich werde auch demnächst wahrscheinlich meine Avatar of Sea-Rekorde hochleveln. Ich werde jetzt hier die Glyphe ein bisschen hochgrinden, so mit 1ern, 2ern, vielleicht 3er, 4er werde ich langsam ein bisschen hochgehen. Ich glaube, ab 6er Dungeon ungefähr gibt es über 2000 XP. Dann verdoppelt sich die Glyphen-XP, aber es wird deutlich gefährlicher. Chance natürlich zu sterben, Chance, dass der Key halt dann failt. Ja, ich werde die Tage das Ganze ein bisschen hochpushen, meine Glyphe, und werde dann ein paar Pushes unternehmen. Dann wird es auch ein paar Pushes hier auf YouTube geben auf jeden Fall. Die werde ich hochladen, wenn ich mal so 10 plus auf jeden Fall schaffe. Das ist vielleicht interessant mit so einem Non-Meta-Build. Ich werde dann auch meine anderen Builds teilweise hier drin ein bisschen ausprobieren. Ja, und ich muss sagen, ich bin davon sehr begeistert. Also ich finde, der Avatar of Sea sind die besseren Nightmare Dungeons. Tausendmal bessere Nightmare Dungeons. Du musst nicht unnötig im Dungeon looten. Du hast alle 7 Runs circa, musst du einmal kaputt machen. Du hast einen Zeitfaktor, der dich ein bisschen durchtreibt. Das mit dem Sterben und Instant Verlieren finde ich ein bisschen kritisch, weil auch in der Gruppe, wenn einer stirbt, ist der ganze Dungeon verloren. Das ist ein bisschen schade, weil so sorgt das für so ein asoziales Verhältnis in der Gruppe, so, wegen dir haben wir jetzt gefailt, wegen dir habe ich meinen Key verloren sozusagen, waren schon 9 Minuten in dem Dungeon-Ding und wegen dir haben wir das jetzt gefailt. So, das sorgt für keine gute Spannung in der Gruppe. Da sollte man sich entweder wiederbeleben können oder wenn halt einer tot ist, bleibt der tot, aber der Key ist nicht gefailt. Irgendwie so in der Art auf jeden Fall. Aber ansonsten finde ich, sind das die besseren Nightmare Dungeons, weil die Keys sind ein bisschen simpler. Ich crafte mir eine Key-Stufe, ich mache das auf. Random Monster, random Ebene, super. Bei Nightmare Dungeon ist das immer ein wahnsinniges Hin und Her. Ich mache eine Nightmare Dungeon, ich crafte mir ein paar Keys und dann von 30 Nightmare Dungeons, die es gibt, laufe ich 5. Ich laufe 5 Stück im Schnitt. Alle anderen Keys mache ich kaputt. Aber ich muss mich trotzdem durch diesen Wust an Keys durchwühlen und gute Map,
Aber schlechte Affixe, der Affix ist gut, der schlecht. Ah, das ist nur ein 90er, kein 100er. Die Map will ich nicht laufen. Und diese Wall an Text und dieses Keys durchwühlen, es geht mir so auf die Nerven. Es ist super nervig. Eine Stufe aufmachen, Random Map ist prima. Weil das sorgt auch dafür, wenn ich einen schlechten Run bekomme, dann laufe ich den trotzdem durch, weil er dauert ja nur 2-3 Minuten. Aber wenn ich einen schlechten Key habe bei Nightmare Dungeons, dann öffne ich nicht einen schlechten, wenn direkt daneben ein guter liegt. Nein, dann mache ich den schlechten kaputt. Warum sollte ich dann den schlechten öffnen? Dafür ist ein Random-System deutlich, deutlich besser und der Farmflow ist besser. Und man muss mal wieder Gegner töten, um die Glyphe abzugraden. Du tötest Gegner, sammelst Progress, tötest am Ende den Boss, upgradest deine Glyphe. Ist tausendmal besser als die Meta momentan zum Glyphen-Upgraden in Nightmare Dungeons. Was ist die Meta? Such dir einen Key, wo du am besten wenig Objectives hast, renn an allen Mobs vorbei, renn durch den Dungeon, töte den Boss, upgrade deine Glyphen. Die Meta zum Upgraden von Glyphen ist keine Gegner töten, einfach schnell durchrushen, weil Items looten ist eh nervig, ich werde überschüttet mit Items, ich sammle vielleicht mal Amus ein, die meisten Waffen, die Rüstung, eh alles Low-Item-Power, ist alles scheiße. Das ist kacke. Entweder sollten sie Nightmare Dungeons auch so anpassen, dass, keine Ahnung, jeder Trash-Mob, den ich töte, gibt am Ende mehr Glyphen-XP. Für jedes Elite gehe ich 10 Glyphen-XP am Ende mehr, dass du aktiv Glyphen-XP farmst, während du die Mobs tötest. Oder dass, dass der Loot mal wieder ein bisschen interessanter wird halt, aber Itemization wollen sie eh nochmal ein bisschen überarbeiten. Deswegen Avatar Seer die deutlich besseren Nightmare Dungeons. Und jetzt hat man so ein bisschen einen Diablo 3-Feeling. Und zwar, was Progression angeht. Jeden Tag, den ich farme, wenn ich jetzt 1er, 2er, 3er irgendwas durchspeede, was bequem zum Durchspeeden ist mit meinem Char, vielleicht nochmal in der Gruppe, mit ein paar Kollegen oder so, level ich die Glyphe aufrecht. Für jeden Dungeon, den ich schaffe, mache ich Glyphen-XP. Und diese Glyphe steigt so sehr von der XP an, dass man sie nicht auf 200 bekommen wird. Die geht bis 200 hoch, ab Level 50 vergrößert die erst den Radius und das bis 50 kriegt man es vielleicht hin, wenn man extrem, extrem, extrem viel spielt. Aber bis 200 wird die niemand bekommen. Weil so wie die momentan ansteigst, wirst du mehrere Millionen XP brauchen, um die später auf 200 zu leveln. Das wird insane lang dauern. Dafür reicht die Zeit in der Season nicht mehr. Ja, aber es ist gut, um einen Sense of Progression zu haben. Weil das hat nämlich in Diablo 4 ein bisschen gefehlt. Wenn du normalerweise in Diablo 4 jetzt jeden Tag spielst, dann, keine Ahnung, du farmst Materialien für Duriel. Dann machst du Duriel-Runs. Oh, kein Uber-Unique, keine guten Gelben, keine Legendaries, kein guter Loot. Ich bin Level 100, meine Glyphen sind vollgelevelt. Am Ende des Tages stehe ich mit weniger Materialien da. Nach 8 Stunden farmen, ohne irgendwie Progression zu machen. Ich mache keinen Fortschritt. Mit so einer Glyphe hast du das ungefähr dasselbe, was Paragon in Diablo 3 ist. Für jeden Dungeon machst du konstant Glyphen-XP. Nach 8 Stunden farmen habe ich ein Level auf meine Glyphe gemacht. Sind vielleicht nur 0,1% mehr Damage pro Level, aber ich habe Plus gemacht am Tag. Und nebenbei finde ich hier auch 900 plus Items, die auch gut sein können. Ich kann bessere Items finden. Ich habe zum Beispiel eben einen sehr guten Oculus gefunden. Die normalen Uniques, die bei den normalen anderen Bossen droppen, wenn die hier droppen, droppen die mit 900 plus Item Power. Bedeutet, ich habe, kann ich einmal ganz kurz hier zeigen, ich habe einen 900 plus Oculus Sitting gefunden mit 10 plus Teleport, plus 2 maximal Evade. Der ist super, das ist der beste Oculus, den ich jetzt auf jeden Fall habe, habe ich hier beim Farmen nebenbei gefunden. Ist super zum World Tier 4 Farmen. Ja, also ich muss sagen, definitiv muss ich Blizzard dann eine Scheibe abschneiden. Das ist der Weg, den Diablo 4 finde ich gehen muss. Eventuell ein bisschen dann feilen, dass so eine Glyphe nicht bis 200 geht, bis zu einem nahezu unerreichbaren Ziel, dass Leute, die sehr viel mehr spielen, einen sehr viel größeren Vorteil haben, so wie Paragon 20.000 in Diablo 3. Wenn Diablo 3 jemand mehr spielt, hat er einen sehr großen Vorteil, weil er immer mehr Paragon macht. Ist jetzt mit der Glyphe relativ ähnlich, allerdings haben wir hier keine Leaderboards, niemand braucht sich mit niemandem vergleichen. Wäre schön, wenn sowas ein realistisches Ziel hätte, für viel Spieler als auch für wenig Spieler, angenommen Level 50. Ich denke Level 50, wenn so eine Glyphe vom Anfang an in der Season drin wäre, der Modus von Anfang an der Season drin wäre, kann auch jemand, der nur 2 Stunden am Tag spielt, im Laufe der Season die auf ein Maximum bekommen. Ein Vielspieler bekommt die innerhalb von ein paar Wochen dann auf Maximum. So ein gutes Zwischending damit finden, dass man mal aber ein bisschen was hat, wo man rein progressiert. Weil normale Glyphen auf 21 Leveln, ein Char auf 100 Leveln ist inzwischen viel zu leicht. Der schwierigste Grind, den wir momentan haben, ist ein Über-Uniques bei Doodle bekommen, aber das ist pur RNG. Das ist keine Konstante. Du kannst 20.000 Doodle-Runs machen und nicht den Uber-Unique bekommen. Ich habe, keine Ahnung, 700 Runs gebraucht, bis ich meinen Chaco bekommen habe. Es gibt Leute, die brauchen 5.000 Runs, bis sie einen Uber-Unique bekommen. Also, das ist pures Glück einfach. Und dieses pure Glück ist halt auch nicht gut. Da finde ich konstante Sachen, wie Glyphen-Upgraden, mit einer schönen Speed-Farm-Variante, wo du nebenbei Items bekommst, viel, viel, viel besseres Endgame. Ja. Und ich glaube, das war es auch soweit, was ich hier noch zu sagen kann. Denkt dran, wenn ihr Hürden-Dungeons macht, nehmt Iron Skin Elixir für mehr Rüstung oder auch hier Lebenspotion.
Das Coole ist übrigens, wenn ihr euch hier vor dem Portal aufhaltet oder hier in Cat Badu beim Okkultisten, ihr kriegt ganz oft die Räucherwerke ab, weil irgendwelche Leute Räucherwerke anmachen. Ich muss sagen, ich saß hier eben, hab gegessen und nach dem Essen hatte ich 3 Räucherwerke an. 3 verschiedene Räucherwerk-Buffs, einfach nur, weil ich am Essen war und hier so viele Leute vorbeikamen und ihre Räucherwerke angemacht haben. Ist sehr, sehr praktisch. Jo, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Avatar of Seer. Ich werde auf jeden Fall viel Spaß haben. Ich werde viel streamen die nächsten Tage, ein paar Rekorde hochladen. Und ansonsten sagt mir eure Kommentare zum Avatar of Seer in den Videokommentaren oder kommt live im Stream vorbei. Ansonsten sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.